Überraschung, inmitten der Corona-Zeit, ich mache ein Video und es wird ein Fitnessvideo. Derjenige, der das zu verantworten hat, der wird es wissen, sobald er das hier anklickt und sieht. Hin und wieder werde ich ja dann doch mal motiviert von euch, vor allem weil so viele immer wieder mich darauf ansprechen, dass sie gerne was sehen würden und dass sie es bedauern, dass ich mich entschieden habe. Auch wenn ihr es alle verstehen könnt, dass ich weniger Videos mache, aber gut. Jetzt kommen wir zum Heimworkout. Wie trainiere ich gerade? Und ich hoffe, man sieht es so ein bisschen, ich bin im Training und ich muss sagen, das Heimworkout ist sicherlich 80% von dem Training, das ich sonst mache, wenn ich ein ganzes Fitnessstudio und ganz viele Gewichte und viele Maschinen und exotische Maschinen zur Auswahl habe. 80%! Wie kommt das zustande? Es ist nicht nur ein Aerobic-Workout, es ist nicht nur einfach, um abzunehmen weiterhin, auch wenn das das Ziel von einigen von euch sein mag, sondern selbst für einen fortgeschrittenen Brocken wie mich, kann man es schaffen, mit nur wenig Equipment und ein bisschen Fantasie zu Hause zu trainieren oder auch an einem Spielplatz. Und wie man das macht, um euch ein bisschen zu inspirieren, das zeige ich jetzt. Zunächst einmal, welche Materialien habe ich und welche könnt ihr gut gebrauchen. Das sind Sets, die bekommt ihr überall. Am besten kann ich nur empfehlen, sowas in Decathlon, da ist es relativ günstig und ihr bekommt das und es tut seinen Zweck. Aber ihr werdet sehen, auch diese Materialien sind zu ersetzen. Wer jetzt denkt, oh mein Gott, da muss ich mir das kaufen und das kaufen und das kaufen, das will ich gar nicht, der schafft das sicherlich auch so. Toll ist, selbst ein fortgeschrittener Athlet wie ich schafft es damit, in einem Radius zwischen 6 und 15 Wiederholungen zu bleiben. Und das ist ein Radius, in dem wir gut Masse und Kraft aufbauen können und halten können. Aber kommen wir mal zu den Materialien. Da haben wir ganz einfaches Terraband. Das hier ist, glaube ich, Mediumstärke oder so. Kriegt ihr in allen Stärken im Decathlon recht günstig. Und ihr seht, das hat jetzt keine Griffe oder so, kann man aber vielseitig einsetzen. Vor allem zum Aufwärmen eine super Sache solltet ihr immer haben. Ich glaube, das Ding kostet weniger als 5 Euro. Also. Dann hier haben wir eine Kurzhantel und davon habe ich dergleichen zwei und natürlich noch eine Langhantel. Das ist sehr, sehr simples Zeug hier. Das ist gar nicht viel Gewicht. Das hier sieht groß aus, sind aber nur 5 Kilo, weil das hier aus Plastik ist, aus irgendeinem Mist. Das ist kein Metall. Und so ein Set mit Kurzhanteln, zwei, die man schrauben kann, und einer Langhantel kostet auch nicht besonders viel. Hier weiß ich aber nicht was, denn das hier habe ich noch aus ganz alten Tagen. Kann man aber immer wieder gut gebrauchen. Vor allem habt ihr einmal ein Kurzhantel-Set, bei dem man eine Kurzhantel vielleicht bis zu 20 bis 25 Kilo bestücken kann. Also auch nicht viel pro Kurzhantel. Dann schafft ihr es bereits schon, die Schultern, den Bizeps und den Trizeps vollwertig zu trainieren. Die meisten von euch. Also ist man nicht gerade ein Olympiakandidat und das Doppelte von mir, schafft man es vollwertig. Was meine ich mit vollwertig? Ihr werdet es im Studio mit allen Geräten und allen Hanteln, die ihr dort habt, nicht besser schaffen. Denn ihr könnt mit diesen Hanteln dann in einem Wiederholungsbereich bleiben, der euch richtig viel Kraft gibt und richtig gut auspowert. Wir erinnern uns, das sind die kleinen Muskeln nur. Damit macht ihr eh nicht so viel. Ich meine, wer von euch curlt schon 30 Kilo und das 15 Mal? Macht wahrscheinlich kaum einer. Seitheben für die Schultern, die beste Übung schlechthin. Und wer macht das schon über 15 Kilo und dann auch noch richtig? Wahrscheinlich wenige. Das heißt, die kleinen Muskeln sind schon mal raus. Und das sind ja auch Muskeln, die richtig gut aussehen im Schwimmbad, richtig? Nun ja, Waden kann man auch machen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger bei Rücken und Beinen, dazu kommen wir später. Und auch teilweise bei der Brust. Natürlich, bei der Brust kennt jeder die Übung schlechthin, Liegestütze. Und beim Rücken sind es natürlich Klimmzüge in erster Linie. Wo ihr Klimmzüge machen könnt, müsst ihr mal schauen. Ich zeige euch gleich, wie ich das Ganze improvisiere mit dem letzten Trainingsgerät, das ich noch habe. Aber ihr schafft das sicherlich auch an vielen Spielplätzen. Manche von euch haben irgendwo etwas, wo sie sich dranhängen können. Eine Klimmzugstange kann man sich auch kaufen und irgendwo hinhängen. Was weiß ich. Irgendwo kann man sich dran hochziehen vielleicht. So, letzte Gerätschaft. Ein TRX-Band. Ich habe schon sehr viele Videos dazu gemacht. Sehr viele, ich weiß es nicht. Aber zumindest schon mal sehr prominente Videos. Auf dem Underwater Room, auf Pemba. Das hier kann man im Urlaub nicht nur sehr gut gebrauchen, sondern das ist auch wirklich ein Allzweck-Ding, vor allem für den Rücken super. Ihr werdet aber gleich schon sehen, dass ich jetzt keine günstigen Umstände mehr habe. Denn in dieser Wohnung hier, relativ niedrige Decken, findet man nicht viele Möglichkeiten. Tatsächlich habe ich nichts, wo ich mich an der Wand aufhängen könnte oder wo ich das hier richtig gut dranhängen könnte. Und deswegen werde ich euch jetzt mal einen kleinen Einblick geben, wie ich improvisiere. Und vielleicht inspiriert es euch auch und ihr findet doch Möglichkeiten, wo ihr einst keine vermutet habt. Schauen wir uns das mal an, wie mein Training aussieht.
So Leute, da sind wir auch schon. Ich habe die Kamera eigentlich nur gedreht und ihr seht, ich habe eine Dachwohnung. Und eine Dachwohnung hat das Problem, dass man die Schrägen hat. Oftmals ein Problem. Hier nutze ich es aber jetzt aus. Aber selbst wenn man keine Schrägen hat, vielleicht habt ihr irgendwo zwei Fenster nebeneinander. Egal was auch immer. Was ich jetzt suche, ist eine gute Rückenübung. Nicht nur Klimmzüge, sondern am besten eine Ruderübung. Und dafür werde ich diesen stabilen Mittelbalken nehmen. Ich mache beide Fenster auf. Jetzt nehme ich das TRX-Band und werde ein wenig improvisieren. Der Stuhl kommt schon mal weg. Ich nehme dieses Polster, lege das hier hin. Da kommen gleich meine Füße gegen. Und jetzt das hier weg. Genau in die Mitte. Und jetzt richtig gut und richtig tolles Gefühl. Hier könnt ihr eine vollwertige Ruderübung dran machen, die richtig gut reinzieht. Also wirklich seine 6 bis 12 Wiederholungen motiviert. Ihr seht, breites Rudern nach oben hin geht sehr gut. Aber natürlich könnt ihr auch enges Rudern machen. Und das Ganze könnt ihr jetzt auch noch verstellen. Ähnlich wie ihr die Gewichte verstellen könnt in einem Fitnessstudio, hängt es hier natürlich davon ab, in welcher Schräglage ihr seid. Umso mehr ihr hier hinpolstert, also legt meinetwegen noch einen Kasten Wasser davor, einen zweiten Kasten Wasser, dann seid ihr irgendwann relativ aufrecht und rudert hier. Umso leichter ist es. Das heißt, ihr könnt es an eurem Schwierigkeitsgrad anpassen. Einfach super und ihr habt ein verstellbares Gerät. Genauso gut wie jede Maschine dafür. So, da bin ich wieder. Und wie ich euch schon gesagt habe, ausgerechnet mit einer der besten Körperübungen schlechthin, mit der besten Übung im Bodybuilding überhaupt, Klimmzüge, habe ich Schwierigkeiten in der Wohnung. Ich kann mich nirgendwo hier irgendwo dranhängen, ohne nicht ordentlich was kaputt zu machen. Eine Sache habe ich aber gefunden, auch wenn es ein bisschen improvisiert ist. Ich habe, weil ich eine Dachwohnung habe, diese Dachluke. Achtung! Seht ihr? Die habe ich. Das ist quasi so ein Speicher, wo ich drauf komme und wo ich eigentlich nur Sachen umstaue. Jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können. So, nur damit ihr es nochmal richtig versteht. Nicht jeder von euch hat einen Dachboden, nicht jeder von euch hat dann so eine Luke und nicht jeder Dachboden hat dann irgendeine wirklich feste Möglichkeit, so etwas drum zu schlingen. Natürlich nicht, darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, wie man mit Fantasie etwas zusammen improvisieren kann. Dass es hier erfolgt. Wie ihr das in eurer Wohnung zusammen improvisiert, weiß ich nicht. Oft gibt es die Möglichkeit, im Treppenhaus das zu machen. Ja, hoffentlich kommen da nicht zu viele Nachbarn vorbei. Vielleicht habt ihr sogar eine mehretagige Wohnung oder dergleichen und ihr könnt es irgendwo an einem Geländer festmachen. Zwei Stufen weiter runtergehen, zwei Treppen runtergehen und euch dann daran hängen. Es gibt oft eine Möglichkeit. Hier hätte es keiner vermutet, aber sie ist da. Und dann mache ich die Klimmzüge hier. Super. So, damit haben wir schon mal Klimmzüge und eine schwere Ruderübung. Theoretisch können wir auch noch breites und enges Rudern unterscheiden. Und damit seht ihr, habt ihr eigentlich schon den Grundstoff. Wenn ihr von beiden 4 Sätze macht und das alle 3-4 Tage, mehr braucht es eigentlich nicht. Ihr könnt noch Reverse Seitheben machen mit Kurzhanteln. Ihr könnt natürlich auch noch jede Form von Ruderübung machen, wo es hier eben reinzieht. Je nachdem, was ihr für Kurzhanteln habt. Das Ganze könnt ihr auch noch kombinieren, indem ihr dafür auch noch das Terraband benutzt und dran macht. Wenn ihr das unter die Füße spannt oder irgendwo auf dem Boden, dann wird es noch schwieriger oben. Das alles könnt ihr machen. Ihr seht, den Rücken haben wir damit abgehakt. Und das ist schon einer der komplexeren Muskeln. Jetzt kommen wir zur Brust. Was ich nicht gerne mache und direkt auch schon Handgelenkprobleme habe, Liegestütze, indem ich meine Hände auflege. Aber das kann natürlich sonst jeder. Ich mache das jetzt mit Kurzhanteln, aber ihr braucht sie nicht dafür. Denkt daran.
Habt ihr kein TRX-Band, vielleicht habt ihr ein Seil zu Hause, irgendetwas, dann könnt ihr natürlich diese Übungen auch ersetzen. Klimmzüge kann man sich irgendwo dranhängen. Ihr braucht also nicht unbedingt die Ausrüstung. Liegestütz könnt ihr ganz klar in jeder Variation natürlich machen. Ich mache sie mit den Kurzhanteln, komme weiter runter und kann meine Handgelenke schonen. Jetzt könnt ihr das noch intensivieren. Was ich am liebsten mache, ist, wenn jemand da ist und ihr seid nun mal Leute, die 80 bis 120 Kilo Bankdrücken oder sogar noch mehr machen, dann lehnt sich jemand von hinten auf euren Rücken und dann habt ihr schon mal 60 Kilo mehr da drauf, je nachdem wer es ist. Das sorgt dafür, dass ihr eigentlich schon nur noch 12 bis 6 Wiederholungen machen könnt. Zusätzlich könnt ihr jetzt so ein Terraband nehmen und doppelt machen, doppelt nehmen. Einmal um den Rücken hinten rum. Ihr anfasst, jetzt habt ihr ja ordentlich Zug drauf. Und jetzt geht es hoch. Dadurch kommt im oberen Teil noch mehr Spannung rein. Im unteren lässt es nach und im oberen wieder dazu. Auch das ist eine starke Intensivierung und ihr könnt natürlich auch beides zusammen machen. Und ihr seht, wir haben dann auch Liegestütze drin. Noch eine Möglichkeit, wie ihr die Liegestütze stärker machen könnt. Ob ihr jetzt wieder eine Kurzhantel nehmt oder die Hand auf den Boden auftut, ist wieder einerlei. Tut den anderen Arm etwas weiter hoch. Sagen wir mal hier hin. Und jetzt runter. Es ist wie einarmige Liegestütze. Und umso mehr ihr den Arm hier entlastet, nur noch auflegt, desto eher sind es natürlich einarmige Liegestütze. Und da könnt ihr wirklich runtergehen bis zu 6 Wiederholungen pro Seite. Denn das schafft keiner sonst so isoliert. Einarmige Liegestütze, die man nur so macht, ohne dieses Auflegen, ist oft etwas schwierig, weil es nur ein Balanceakt ist und gar nicht so sehr auf die Kraft geht. Und da seht ihr, habt ihr auch schon gute Übungen damit. Was ihr natürlich immer machen könnt mit Kurzhanteln, sind fliegende Bewegungen. Sehr intensiv. Macht sie als erstes und powert damit schon mal vorher aus vor den Liegestütze oder als zweites, wie ihr es gewohnt seid. Und hier auch noch ein Tipp. Wenn ihr jetzt hier auf dem Boden seid und die macht, dann habt ihr das Problem, dass ihr damit gar nicht so weit runterkommen könnt in den Negativbereich. Ihr kommt nur mit Ellbogen bis zum Boden und dann wieder hoch. Ist schon ein Bereich, der gut dafür ist, aber ihr könnt es intensivieren. Wir hatten das vorher schon. Hier haben wir wieder den Sack. Da gehen wir drauf. Und schon haben wir so etwas, was eine Bank ersetzt. Nicht die Bank, wo man Geld einzahlt. Und ihr seht, ihr kommt komplett runter, wie auch bei einer Hantelbank. Und wieder hoch. So, wisst ihr, was wir haben? Wir haben Brust damit auch noch abgehakt. Hammer, oder? Und ich kenne das ja, die meisten von euch haben damit auch alle Muskeln abgehakt. Bizeps, Trizeps, Schultern, Brustrücken, was gibt's schon noch? Beine natürlich. Was ihr für die Beine immer machen könnt, und dazu brauchen die meisten... Corona... Und dazu brauchen die meisten von euch wahrscheinlich nicht einmal mehr Gewicht, also Kurzhanteln sind Ausfallschritte. Geht raus auf die Straße und macht große Ausfallschritte. Richtig runter und nur über das vordere Bein hoch und schleift das andere hinterher. Mit einer korrekten Form werdet ihr am nächsten Tag sterben. Und das passiert bei den meisten schon ohne Gewichte. Habt ihr Kurzhanteln, da braucht ihr eigentlich nur 15 Kilo pro Seite. Wenn ihr das macht, 20, 30 Schritte und davon 4 Sätze, dann sind die Beine gut trainiert. Und dann könnt ihr noch ein paar andere Übungen für die Beine machen. Ihr könnt Kniebeugen damit machen. Ihr könnt ein Bein hinten drauflegen, das kennt ihr auch, schön weit nach vorne mit dem. Und anschließend einbeinige Kniebeugen machen. Sehr ähnlich zu den Ausfallschritten. Knallt auch nochmal ordentlich rein und dann habt ihr die Beine trainiert. Und für den Rest, Leute, das wisst ihr, mit so einem Band kann man sich sehr gut aufwärmen. Was man aber auch machen kann, ist natürlich sowas wie Seitheben. Aber, kleiner Trick, Seitheben machen wir nicht, indem wir uns hier draufstellen und seitlich hochheben, sondern um es noch ein bisschen zu intensivieren, einmal über Kreuz draufstellen. Und ihr seht, jetzt ist es rechts weiter links verankert und links ist weiter rechts verankert. Und dadurch haben wir hier unten schon mehr Zug auf den seitlichen Delta. Und jetzt gehen wir hier hoch. Ganz gut zum Aufwärmen für alle Brustübungen und Schulterübungen, aber auch zum Auspowern. Wenn ihr jetzt also Seitheben macht, probiert es mal aus. Ihr nehmt euch die Kurzhanteln, macht hiermit euer Seitheben und wenn es nicht mehr weitergeht, sofort zum Terraband übergreifen und hiermit weiter. Oh Mann, das brennt. Und schon habt ihr die Seite
und die Schultern auch trainiert. Ihr könnt natürlich mit den Kurzhanteln auch Schulterdrücken machen. Und natürlich Bizeps, Trizeps, muss ich euch nicht erzählen. Gibt hunderte von Videos auf hunderten von Kanälen. Natürlich am besten bei meinem. Bizeps Curls in jeder Form, mit einer langen Hantel, mit einer Kurzhantel. Ihr könnt Konzentrationscurls machen, nur nicht mit so einer Affenstellung wie hier, wie ich es gerade gemacht habe, sondern natürlich, wenn ihr irgendwo sitzt und das macht. Ihr könnt, wenn ihr liegt, für den Trizeps die French Press machen und so weiter. Ihr könnt alles machen. Ihr seht, kleines Set, viel Improvisationsgeist und ihr könnt trainieren. So mache ich das im Moment auch und es wirkt. Seit Januar davor nicht trainiert und ehrlich gesagt, die Fortschritte, die ich im Moment mache, seit 3 Wochen, die könnte ich im Studio gar nicht so viel besser machen, mehr machen. Dafür reicht das. Also, ich hoffe, es hat euch geholfen zum Quarantänetraining, auch wenn ich es gar nicht mehr gewohnt bin, aber ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr das mögt. Dann liked es und lasst mir einen da. Abonniert ganz gerne und bis bald.